Team stand immer am Beckenrand und hat dann angefeuert. Das war ein schönes Gefühl. Hier steht wirklich keiner alleine. Beim deutschen Mannschaftswettbewerb der Landesliga starten die besten Schwimmer Berlins Seite an Seite. In der Schwimmhalle Alendeviertel finden sich diesen Sonntag die Jahrgänge ab 2013 ein, um als Mannschaft um den Titel zu kämpfen. Auch mit dabei Anna Schönfeld von der SG Neukölln Berlin. Sie gibt alles, denn der Mannschaftswettbewerb hat eine große Bedeutung für die junge Schwimmerin. Für mich macht besonders, dass es am Ende nicht das eigene Ergebnis zählt, sondern das, was alle haben. Und deshalb sind wir noch mehr ein Team als sonst. Die Mannschaften treten in 17 Disziplinen und fast 70 Wettkämpfen gegeneinander an. Im Wettkampf 200 Meter Schmetterling ist René Asmus ungeschlagen. Er unterstützt den BSV Medizin Merzahn an diesem Tag als Schwimmer und Vereinstrainer. Hier an den Start zu gehen, ist ihm ein persönliches Anliegen. Der Gedanke des Wettkampfes ist wichtig, deshalb wollten wir unbedingt dabei sein. Unbedingt dabei sein wollte auch Taha Abu Mafu. Er hat mit der SG Schöneberg Berlin einen starken Verein hinter sich, der ihn ständig motiviert. Ich will einfach zum Beispiel sagen, ja, du bist gut in dieser Strecke, du weißt es, du hast viele Medaillen damit geholt, hast auch einen guten Platz in Berlin damit und wieso nicht heute auch? Und dann holen wir auch die Bestzeit und wir sind alle dabei. Am Ende des Wettkampfes kann sich die SG Schöneberg Berlin den ersten Platz sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sichern. Auch Paulina Freimark freut sich sehr, mit ihrem Verein gewonnen zu haben. Ist ein tolles Gefühl, ein Erfolgserlebnis und ja, würde ich gerne nochmal machen, so einen Wettkampf. Und da ist sie sicher nicht die Einzige, denn wer gibt nicht gerne sein Bestes, wenn das gesamte Team am Beckenrand steht und anfeuert?